Hi, ich habe jetzt hier erstmal Adobe Firefly geöffnet, um erstmal so ein bisschen die Möglichkeit mal vorzuführen, Bilder zu generieren. Bin hier bei fireflyadobe.com, bin aber angemeldet hier mit meiner Adobe ID. Ich glaube, man braucht nicht mal das Abo dafür. Also einfach nur eine ID erstellen und dann anmelden. Noch wäre das dann kostenlos. So, ich beschreibe jetzt ein Bild, was ich generieren möchte, und der nächste Schritt wird interessanter, weil dann geht nämlich hier rechts noch ein Tool auf, wo man also Begriffe rauspicken kann. Also, was wollen wir denn mal beschreiben? Ich will mal ein Getriebeteile irgendwie. Teile, sinnlose, ist gerade für so ein Projekt. Getriebeteile, vielen Zahnrädern. Je genauer man das Bild beschreibt, was man haben will, umso besser ist es natürlich. Und Kolben. Mal gucken, was hier rauskommt. Und dann sage ich generieren. Und jetzt geht eben erst im nächsten Schritt diese Seitenbar hier auf. Und die ist eigentlich erst interessant, weil ich kann dann den Stil rauspicken. Das sind schon mal ein paar Beispiele hier. Getriebeteile, das ist ja jetzt ziemlich realistisch. Ich könnte auch sagen, ich hätte gern im Flat Design oder so. Dann kommt natürlich was ganz anderes bei raus. Und ich kann jetzt hier ein Bild nehmen, wo ich sage, okay, das finde ich ganz gut. Und hier auf den Stift gehen und sagen, zeig mir ähnliche an. Und dann werden halt noch weitere generiert. Genau, ja, und man kann dann weitere Optionen gehen, ja, in die Zwischenablage kopieren, man kann es downloaden als Bild, als JPEG. Und ich kann es eben hier die verschiedenen Beispiele. Was auffällt an der Qualität, die sind alle in 16-Bit Farbtiefe, Bildtiefe. Das heißt, in Photoshop hat man dann wirklich 16-Bit. Kann man auch verändern, kann man auch auf 8-Bit dann runterrechnen lassen, aber das macht die so bestechend scharf hier. Naja, generative Füllung ist möglich und ich kann eben hier verschiedene Stile sozusagen rausfischen. Und das ist ganz interessant, diese Stile, die braucht man eigentlich auch, wenn man woanders solche sogenannten Prompts beschreiben möchte. Zum Beispiel Steampunk. Wenn ich das mal generiere, sieht das ein bisschen anders aus. Psychedelic, Fantasy, Science Fiction und so weiter. Also diese ganzen Begriffe. Die sind eigentlich wichtig. Das ist hier Steampunk. Das sieht ein bisschen anders aus. Sind eigentlich wichtig. Ja, naja, ich kann die dann runterladen und was draus machen. Und die KI sucht halt wirklich alles ab, was sie so hat an Material und generiert was Neues. Ist schon Irrsinn. Ich zeig mal kurz, was ich da noch gemacht habe. Wie gesagt, schön benutzen, diese Begrifflichkeiten, diese Stile benutzen. Wenn ich sage, nee, ich hätte es jetzt gern im Flat Design, na dann schreibe ich mal dazu Flat Design. Und dann nehme ich Steampunk wieder raus, Kunst auch wieder raus und nehme vielleicht hier eher, außerdem hätte ich gern nicht Quadrat, sondern Querformat. Dann nehme ich Stil, mal hier alle Stile, das generiert er gerade. Das ist schon im Flat Design, aber ich kann hier beim Stil eben noch sagen, ich hätte gern eine Grafik. Zum Beispiel, das wäre jetzt was Grafisches. Aber jetzt kommt gleich das Problem, was ich jetzt hier hatte. Ich wollte eigentlich eine Vektorgrafik haben. Und ich kriege natürlich hier nur JPEGs runter. Es gibt noch andere KIs, die Vektorkraft hieß das. Da kann ich, das ist so eine AI, bei der kann ich Vektoren generieren, aber die Vektoren sind nicht wirklich sauber. Also das ist zwar alles vektorbasiert, aber wenn ich da mal reingucke in die Gruppen und so ganz sauber wird es nicht. Also wenn man sowas generieren lassen will, ja, das geht. Also Recraft AI, mal rumschauen, gibt es auch online bei YouTube schon jemanden, der das bespricht. Deshalb mache ich das jetzt nicht nochmal. Aber es ist ganz interessant, um dann aus Bildern Vektoren zu bekommen. Ich zeige jetzt nochmal ein paar Beispiele von Sachen, die ich einfach probiert habe. Zum Beispiel Flaschen, Stillleben und so weiter. Wenn wir das dann runterladen, generiert allerdings Adobe Firefly immer diese Lizenz oder
gewerbliche Nutzung des Bildes nicht gestattet, steht dabei. Also das ist dann immer damit dabei. Maschinengetriebe, sinnloses Maschinengetriebe mit Zahnrädern. Im Steampunk noch verschiedene Beispiele hier. Das war mal irgend so ein düsterer Wald mit Lichterscheinung. Das war hier Begriff KI und Universum, irgendwie sowas. Oder hier, auch hier. KI und Gehirn. Was dann die KI selber generiert hat. Oder hier KI und Leiterplatte. Das Gehirn, was hier auf die Leiterplatte genagelt wird, schon ganz interessant. Bisschen beängstigend vielleicht, ja, aber irgendwo auch faszinierend. Und ja, ich denke, man sollte es nutzen, benutzen und nicht verteufeln, würde ich mal sagen. Ja, ist schon genial. Ein großes Insekt. Fällt uns vielleicht schwer zuzugeben, dass die KI dann irgendwie kreativer ist als wir. Aber sie hat eben auch ihre Grenzen. Hier habe ich Glasmurmeln eingegeben. Glasmurmeln. Sie hat ihre Grenzen, nämlich wir müssen es ja doch ein bisschen steuern. Wenn wir zum Beispiel, ich habe jetzt hier mal Illustrator geöffnet und ich wollte eigentlich dieses Getriebe, was ich da bei der KI mir habe generieren lassen, in schöne, saubere Vektoren umwandeln. Und das funktioniert so eben nicht. Da muss man eben doch nochmal ran und da ein bisschen das im Grunde genommen neu nachbauen, weil wenn ich mal hier in die Ebenen schaue, das hat die KI nicht gepackt, jetzt hier irgendwelche tollen, sauberen Vektoren auf Ebenen schön zu strukturieren. Das packt sie eben denn so doch nicht. Was sie generiert hat, war das hier. Und da kriege ich aber keine animierbaren Vektoren draus. Das sind alles irgendwie so Flächen. Klar, sind jetzt Vektoren, aber ich kann sie eigentlich nicht wirklich nutzen. Und das musste ich dann eben doch nochmal hier nachbauen. War mir aber schon fast wieder zu viel Arbeit. Deshalb noch ein Tipp. Und zwar, wenn ich bei Adobe Acrobat bin und mir eine neue Seite erstelle, ich habe hier gemacht, gibt es ja ein neues Werkzeug, neue Seite erstellen heißt das. Kann ich mir eine neue Seite erstellen und komme zu Adobe Express. Adobe Express ist ebenfalls ein neues Tool, mit dem ich Vorlagen nutzen kann und mir Präsentationen und solche Dinge machen kann. Allerdings dann als PDF. Aber was jetzt hier ganz genial ist, ich habe hier auch Formen und Designelemente und so ein Zeug. Wenn ich zum Beispiel jetzt bei den Formen hier nach Getriebe suche, dann kriege ich da nämlich, oder Getriebeteile, dann kriege ich nämlich jetzt hier Vektoren, wirklich saubere Vektoren. Und wie kriege ich die jetzt nach Illustrator, um sie dort weiter zu verarbeiten? Eigentlich ganz einfach. Es ist ja ein PDF und Illustrator kann ja PDF öffnen. Das heißt, ich kann mir hier diese ganzen Getriebeteile, was auch immer, oder Getriebeformen mit irgendwelchen Getrieben holen. Erstmal übereinander packen. Da habe ich jetzt hier Getriebeteile und da. Gut, da ist noch diese Hand dabei, die muss man dann löschen. Aber das sind jetzt wirklich saubere Vektoren, ja, mit denen man auch wirklich was anfangen kann. Die sind wirklich jetzt gut gezeichnet und kann ich also aus den zusammengesetzten Faden wieder normale Pfade zurückwandeln in Illustrator und kann damit wirklich was anfangen. Während mit diesen KI-generierten Vektoren, also die sehen zwar dann ganz schick aus, die Bilder sind ohne Frage total beeindruckend. Bei Vektoren hat das so seine Grenzen. So, ich habe jetzt hier einige Getriebeteile mir sozusagen einfach angeklickt. Die sind jetzt hier drin im Dokument. Ich kann sie natürlich hier auch anwählen und so weiter bearbeiten und so, aber ich möchte jetzt, sag jetzt mal hinzufügen, also Seite hinzufügen, und ich möchte jetzt diese Seite benutzen. Das heißt, ich extrahiere sie als einzelne Dateien, extrahiere sie, packe sie jetzt hier in, weiter hier auf dem Schreibtisch, so, und nehme hier mein im Getriebe Video und möchte sie jetzt mit Illustrator öffnen, um an meine Teile ranzukommen. Das heißt, ich sage einfach Datei öffnen und hole mir das PDF, was ich gerade generiert habe. Getriebe, da ist es. Das habe ich gerade eben gespeichert. Das war es, glaube ich, ja? Das war's. Ja. Ich sage einfach öffnen, ja? Und dann, ja, und jetzt komme ich hier an diese ganzen Pfade ran und kann die kopieren, verwenden, umfärben und so weiter. Und das ist natürlich genial, weil Illustrator hat so eine Schwäche,
im Gegensatz zu Affinity, wir haben nicht viele Formen zur Verfügung in Illustrator. Es gibt keine wirkliche Formenbibliothek, was eigentlich schwach ist für ein Vektorprogramm. Also muss ich sehen, wo kriege ich denn so Formen her? Wir haben hier die Symbolebibliothek. Ja, da gibt es ein bisschen was drin. Wir haben die Pinselbibliothek, klar, da gibt es auch was. Aber nicht direkt eine Formenbibliothek. Komischerweise. Und deshalb nutze ich eben dieses Adobe Acrobat bzw. neue Seite erstellen. Und das greift eben auf Adobe Express zu. Und Adobe Express kommt eigentlich von Canva. Also Canva ist ja auch eine Software, wo man Vorlagen hat, Karten erstellen kann und sowas, ne? Und es greift jetzt eben hier auf diese Vorlagen zu, beziehungsweise hat eben hier Formen, Designelemente und all so eine Dinge. Und die kann ich eben auch hier rausziehen und woanders weiterverwenden. Und das ist auch eine sehr, sehr umfangreiche Bibliothek. Formen, Designelemente und so weiter. Und das andere war eben dieses Adobe Firefly. So. Ja, das waren die Sachen, die ich mir habe generieren lassen mit der Adobe Firefly zum Thema Getriebe oder Getriebeteile oder Steampunk-Werkstatt, sowas oder sowas. Bei Adobe Firefly kann ich auch in Deutsch reinschreiben, also der greift offensichtlich auf DeepL.com zum Übersetzen. Mal kurz gucken hier, das wäre jetzt hier so eine Steampunk-Werkstatt mit Glaskolben, Sanduhren, Getriebeteilen oder so. Ich zeige nochmal kurz ein paar, die ich darüber generiert habe. Hier habe ich im 19. Jahrhundert oder aus dem 19. Jahrhundert dazu geschrieben. Da kommt das natürlich in einem völlig anderen Stil. Oder auch interessant, das alte Berlin im 19. Jahrhundert oder Poster oder sonst was. Also es ist schon wirklich genial, was man damit machen kann. Die ganzen Getriebeteile hier. Werkstatt, Walzwerkstatt mit Zahnrädern und was auch da immer mir da noch einfiel, dort einzugeben. Ja, naja, das kann man eben wirklich nutzen. Und dann hat man wirklich alle Möglichkeiten und Mittel zur Verfügung, was zu machen. Eigentlich fast zu viel. Aber ja, man muss es halt gezielt nutzen.